glaube, dass wir die Gefahr von rechts endlich ernst nehmen müssen. Und zwar nicht nur ernst nehmen müssen, wenn Menschen sterben, sondern wir müssen auch anerkennen, dass unter der Wahrnehmungsschwelle heute schon verbale und physische Gewalt gelebt wird, gerade in den neuen Ländern, gegen Linke, gegen Schwule, gegen Migranten, die gar nicht wahrgenommen wird oder einfach hingenommen wird. Und wir müssen nach Zwickau endlich anfangen, die rechten Strukturen, die sich etabliert haben, aktiv zu bekämpfen. Und dazu brauchen wir einen Verfassungsschutz, der das kann, und einen Verfassungsschutz, der es will. Und an beiden habe ich momentan Zweifel.